Das ist der Klaus. Sein Zuhause ist momentan zwischen Schaffhausen und Dainge. Das kann aber jederzeit wechseln. Der Klaus ist nämlich einer der beiden mobilen Blitzkästen, die die Schaffhauser Polizei einsetzt. Wo sein Zuhause ist, kann seit neuestem jeder Schaffhauser nachschauen. Die Schaffhauser Polizei erhofft sich durch diese Transparenz einen positiven Effekt auf den Strassenverkehr. Grundsätzlich geht es uns in erster Linie um Verkehrssicherheit und Leute, die sich mit dem Standort von Blitzkästen beschäftigen, die sind schon mal aufmerksam und die hoffen wir natürlich auch, dass sie anständig fahren. Die neue App, die den Standort der beiden Blitzkästen verratet, ist seit gestern in Betrieb. Wir sind schon Schaffhausen unterwegs und haben die Passanten gefragt, was sie von der neuen Funktion halten. Die Reaktionen sind eher verhalten ausgefallen. Ich weiss nicht, ob ich das wirklich sinnvoll finde. Für Autofahrer ist es sicher noch cool, also die gerne ein bisschen schnell fahren. Ich glaube, diese Funktion war gar nicht unbedingt nötig, weil die Blitzkästen sind Schaffhausen eh immer am gleichen Ort gestanden bis jetzt. Da hat man es auch vorher schon gewusst, wo das steht. Ja, also ich finde sie überflüssig, weil man muss sich eigentlich nur an die Tafeln halten, wo Geschwindigkeiten vorgeschrieben sind, dann braucht man die App gar nicht. Anders sieht das der Stefan Krähenbühl von Road Cross Schweiz. Er findet Massnahmen gut, warnt aber, dass die allein nicht langen. Dass die Schaffhauser Polizei jetzt die semistationären Radaranlagen bekannt macht, hat sicher sehr einen positiven Effekt auf die Verkehrssicherheit an den betroffenen Stellen. Es ist allerdings sehr wichtig, dass auch weiterhin unangekündigte Kontrollen stattfinden können, sodass die Leute trotzdem das Gefühl haben, dass sie jederzeit in eine Radarkontrolle hineingeraten können. Das nennt sich auch gefühlte Kontrolldichte und das ist sehr wichtig, damit Geschwindigkeit überall auf der Straße eingehalten wird. Dieser Ansicht ist auch die Schaffhauser Polizei. Sie versichern, dass die sonstigen Kontrollen ganz normal weitergeführt werden. Blitzkästen sind das eine. Das andere sind aber auch unsere Leute, die draußen auf der Straße sind. Und die Geschwindigkeitskontrollen, die finden nach wie vor auch statt. Und die sind, mit denen muss man überall und immer rechnen. Was aus Sicht von Road Cross Schweiz keinen Sinn machen würde, ist, dass alle Blitzkästen in der App angezeigt werden. Das hätte natürlich zum Effekt, dass man dann nur an diesen betroffenen Stellen auch Geschwindigkeit wirklich einhalten würde und in allen anderen Bereichen so fahren würde, wie man gerade Lust dazu hat. In erster Linie haben wir uns jetzt einfach mal auf die zwei semistationären Geschwindigkeitsmessanlagen beschränkt. Wenn noch weitere Ausbauschritte sind, da wird zurzeit sicher dann auch mal noch geprüft. Der Kapo St. Gallen hat so eine App bereits eingeführt. Für die Kantone Zürich und Thurgau käme das nicht in Frage, wie es heute auf Anfrage heisst. Die neue App ist für alle zugänglich und kann im App Store gratis heruntergeladen werden.